Bergparaden gehören dazu. Nicht nur zum Erzgebirge, sondern zur Advents- und Weihnachtszeit. Und ich freue mich, dass wir heute hier sein konnten in Stolberg, wo ich als oberster Bergmann die Bergparade abnehmen konnte. Das ist lebendige Tradition. Und das merkt man eben auch, dass die Menschen sich danach sehnen, wieder diese Bergparaden zu erleben. Weil sie wissen eben auch, dass es ihre Tradition ist, die wir uns heute übertragen. Und ich freue mich, dass auch so viele sich beteiligt haben. Auch junge Leute sich zu den Hütten- und Knappschaftsvereinen bekennen. Dass wir hier die Musik gehört haben. Ja, das ist Weihnachten, das ist Erzgebirge. Und ich bin froh, dass ich hier bin.